sind. Geleitet wird die Vereinigung der jungen Schweizer, die hier von Heinz Spansch. Den Vorsitz hat Andreas Bodendorf inne. Willkommen zur Landesgruppe Bayern und heißen den Kreisverband Weilheim zu seiner ersten Teilnahme recht herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass der Kreisverband Weilheim, der letztes Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiern konnte, sich heute hier in einer bunt gemischten Trachtengruppe präsentiert. Der staatliche Kreisverband Nürnberg unter der Leitung von Inge Alsner stellt die größte Gliederung des Verbandes der Südbürger Sachsen dar. 1951 gegründet, gehören dieser Kreisgruppe mehr als 1600 Mitglieder und eine Vielzahl von Kultur- und Sportgruppen an. Sechs davon können wir im Anschluss bewundern. Der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Herzogenaurach dürfen wir heute zum 10-jährigen Jubiläum gratulieren. Die Gruppe beteiligt sich unter der Leitung von Brigitte Krempitz und Karina Zieter rege am kulturellen Jugendtanzgruppe der Siebenbürger Sachsen-Nürnberg unter der Führung von Stefanie Pell beginnt im November auch ein kleines Jubiläum. Sie wurde vor 5 Jahren von Brigitte Hanfeld und Stefanie Pell gegründet. Herzlichen Glückwunsch! Die Siebenbürgische Nachbarschaft Schwabach besteht seit 2005 als Untergruppierung des Kreisverbandes Nürnberg. Sie zählt zurzeit über 70 aktive Mitglieder aus Schwabach, Rot und Umgebung, wird von Rüdiger Kett geleitet und beteiligt sich dieses Jahr zum 3. Mal am Trachtenumzug. Zum 2. Mal in Folge begrüßen wir die Siebenbürgische Nachbarschaft Ostheim unter der Leitung von Hans Stühler. Sie wurde im November 2010 gegründet und zählt 54 Familien aus den unterschiedlichsten Regionen Siebenbürgens zu ihrem Mitgliederkreis. Ebenfalls zum 2. Mal in Folge nimmt die Kreisgruppe Donau-Ries teil. Sie wurde 1991 aus der Kreisgruppe Dinkelsbühl heraus von Friedrich Kloß gegründet und steht heute unter der Leitung von Thomas Wien. Die bayerische Landeshauptstadt wird wie jedes Jahr von der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München vertreten. Die seit dem Jahr 2000 aktive Gemeinschaft zählt mittlerweile 30 stolze Mitglieder. Unter der Leitung von Patrick Krempitz lassen diese jeden Freitag ihre Lust am Tanzen und an der Tradition leben. Zum anderen Ende Bayerns begrüßen wir die Siebenbürgische Tanzgruppe Aschaffenburg unter Anna Krecht und Jürgen Frisch. Diese stattliche Gruppe zeigt uns Trachten aus dem Zirkisch und dem Poppergebiet. Die Kreisgruppe Bachelet Köln, Wolfgangshausen und allen besser bekannt als Kreisgruppe Street, wurde 1956 gegründet und steht seit 5 Jahren unter dem Vorsitz von Gerlinde Thein. 11 aktive Gruppen gehören zum Stolz der Kreisgruppe. Gefolgt werden die Mitglieder von der Kreisgruppe Ingolstadt unter der Leitung der stellvertretenden Vorsitzenden Gerda Knall. Ihre Gründung geht auf das Jahr 1974 zurück. Der aktuelle Vorsitzende ist Willi Schenker. Vielfältigen Einsatzes in der Mitausrichtung des Heimattages scheuen die Mitglieder der Kreisgruppe Friedrich von Wolfsburg es nicht, alljährlich um eine Trachtengruppe im Festzentrum zu stellen. Unter der Leitung von Sophia Schuster zeigen sie uns Trachten aus Kurzweil, Großschleier, Rautal, Marburg, Schorsten. Die Kreisgruppe Augsburg, die Südküste Bayern, steht unter dem Vorsitz von Gottfried Schwarz und wird heute gemeinsam mit ihren aktiven Kulturgruppen auf. Die Kindertanzgruppe und die Schülertanzgruppe unter der Leitung von Rosemarie Schwarz, die Nachwuchsgruppe der Tanzgruppe mit Ute Bako und Helmut Schwarz. Die Tanzgruppe Augsburg unter der Führung von Helmut Schwarz ist die älteste aktive Kulturgruppe der Kreisgruppe und feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum. Die Mitglieder der Tanzgruppe führen die Schwerter für den Schwertanz mit, der zum letzten Mal vor 30 Jahren von der Tanzgruppe Augsburg hier im Heimatland aufgeführt wurde. Der Kreisgruppe dürfen wir heute zum 50-jährigen Jubiläum gratulieren. Anlässlich des besonderen Jubiläums wird von der Heimatortgemeinschaft Rhein-Schelken als eine der vielen aktiven AOGs im Kreisgruppe unterstützt. Dieser steht unter dem Vorsitz von Andreas Stühler und nimmt zum 2. Mal am Trachtenumzug teil. Ein kleiner,
Bürgerlich legt sich gegen Herrn Schulte-Wieberer unter der Leitung von Achim Börth mit Unterstützung von Carolina Ludwig. Sie besteht seit 1995 und zählt derzeit 32 Mitglieder, die Platten auf der Hermannsgasse gegentragen und sehr aktiv sind. Unsere herzlichsten Glückwünsche gehen an die Kreisgruppe Biberach, welche unter dem Vorsitz von Matthias Henrich heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Bevor wir die Bürgerliche Kindertanzgruppe Sachsenheim unter der bewährten Leitung von Hildegard Frank, in den Schuster und Helmut Frank. Diese stattliche Gruppe wurde vor 6 Jahren gegründet und bestreitet Auftritte bei Heimatfesten, Geburtstagen, kulturellen Veranstaltungen der Kreisgruppe und bei Stadtfesten in Sachsenheim. Unter dem Vorsitz von Matthias Peltig begrüßen wir die 1979 gegründete Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd. Die kulturelle Arbeit und Wahrnehmung nach außen wird vom Chor und von der Tanzgruppe der Kreisgruppe geleistet. Die Mitglieder tragen Trachten aus Norden Sizilien und die Kirchen für den letzten Tag der Leuchtturmzucht mit. Die Kreisgruppe Ulmer Ulm, den Ulm auch aus der anderen Kinder,